meisten von euch kennen mich ja von Nähtutorials. Nähen kann ich eigentlich ganz passabel, würde ich sagen. Aber was ich überhaupt nicht kann, weil ich es noch nie gemacht habe, ist stricken. Also ich habe mal gestrickt vor Ewigkeiten in der Grundschule, glaube ich, wie wir alle. So ein Pseudoschal, aber es ist nie ein vollendeter Schal geworden, ja. Also da habe ich so maximal so viel gestrickt und es war furchtbar. Und ich war ständig bei unserer Handarbeitslehrerin vorne, die mir irgendwelche Fehler wieder auskorrigieren musste. Ich konnte mich ja überhaupt nicht erinnern, wie das geht und so. Und es hat mich nie wirklich so gecatcht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mir gedacht, es ist ja Winter und es ist ja die Strick-Season quasi. Ich stricke jetzt einfach mal was und ich will keinen Schal stricken oder sowas, sondern ich habe mir gleich ein größeres Projekt vorgenommen, weil wenn schon, denn schon. Und zwar vor Pordog hat Ariana Grande so ein TikTok-Video released. Das schaut so aus und sie hat diesen geilen Cardigan an. Das ist insane. I love it. Es ist einfach ein Wollhaufen. Es ist super. Dementsprechend habe ich einfach mal auf Etsy geschaut, ob es da irgendwelche Anleitungen gibt, die so ähnlich ausschauen. Und ja, da, es gibt sie. Und da steht sogar anfängerfreundlich. Also habe ich mir gedacht, perfekt. Das mache ich. Das Ganze wird jetzt eher ein Vlog und weniger eine Anleitung, aber ich hoffe einfach, dass sich die Leute unter euch inspirieren können, die ein bisschen Angst haben davor, neue Sachen auszuprobieren. Ich probiere euch jetzt einfach mal zu zeigen, dass das alles gar nicht so tragisch ist. Hoffe ich. Also hier steht heute an, ne, dass ich mindestens 7 Balls of Chunky Yarn brauche und eigentlich, wenn ich eine größere Größe will, was ich will, weil ich möchte diesen Oversize Look, brauche ich 10 Balls of Chunky Yarn. Und den Chunky Yarn, den ich will, das ist dieses Dusty Pink. Aber nicht nur, weil der ziemlich ähnlich ausschaut wie der von Ariana, sondern weil das einfach eine geile Farbe ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich stehe wohl drauf. Ich habe mir auch überlegt, einen in so einem Lindgrün. Das fände ich auch richtig geil, aber davon gibt es nur 5 Balls und ich brauche ja 10. Und das ist halt auch die Recommended Wool, ne? Der Wool. Ja, immer ein Hallo. Und das kostet einfach 21 Euro pro Ball, ne? Da bin ich pleite. Oh man, also dieser ganze Ding wird mich um die 300 Euro kosten mit Stricknadeln etc. Wow, da müsst ihr echt ganz schön früh Werbung schauen, damit sich das wieder auszahlt. Okay, ich würde sagen, let's order it, huh? Call me crazy. Also Gott sei Dank ist das Paket leicht, aber ich hatte schon ein bisschen einen Herzinfarkt, wie ich das bekommen habe an der Tür, weil mir ist jetzt erst bewusst worden, wie viel Wolle ich da eigentlich bestellt habe. Naja, also, okay. Ich würde sagen, machen wir mal so ein Unboxing, ne? Ich meine, das ist schon, das Ding ist 200 Euro wert, dieses Paket, ne? Also, Gott, ich schwöre, ich weiß gar nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Okay. Und nur nochmal zu clarifying, ne? Also niemand hat mich für irgendwas bezahlt. Weder für die Anleitung, noch für die Wolle, noch für die Stricknadeln. Ich habe das alles selbst bezahlt und quasi eigenmächtig entschieden, was ich kaufen will. Aber ich zeige euch trotzdem mal die ganzen Brands und so, weil sicher Leute fragen, von wo ich das habe oder von welcher Brand ich das habe. Und ja, here is it. Das sind übrigens 10 mm und 15 mm Nadeln. Die brauche ich nämlich für dieses Projekt angeblich. Hallo meine Lieben. Wir haben jetzt etwa mindestens einen Monat später, wenn jetzt sogar 2 Monate, und die Dinger liegen immer noch unberührt bei mir im Zimmer. Es ist so, dass ich, man sieht es mal vielleicht an dem Bein an ein bisschen, mein Knie hat beschlossen gestern ganz spontan sich aufzumucken und mein Leben zu erschweren. Ich zeige euch immer, wie das zurzeit ausschaut. Also für alle, die sowas nicht sehen können, machen jetzt bitte die Augen zu in 3, 2, 1. So schaut mein Knie gerade aus. Yay. So, es ist jetzt wieder weg. Ihr könnt die Augen wieder aufmachen. Da ich in ein paar Tagen wieder auf der Bühne stehen will und soll, werde ich jetzt ärztlichen Rat natürlich annehmen und mein Knie so gut wie es geht stillhalten und Ruhe geben und im Bett liegen. Ich glaube, ich habe genug prokrastiniert. Ich werde jetzt probieren, das zu nähen. Stricken meine ich. Ich habe mal ganz kurz in diese Erklärung reingeschaut und das schaut alles für mich aus wie Hieroglyphen. Also ich verstehe eigentlich nichts davon. Und ich werde jetzt damit ganz vielen YouTube-Videos versuchen zu entziffern, was diese Anleitung überhaupt von mir will. Also, ich habe jetzt hier meine Anleitung offen. Ich kann euch die natürlich jetzt nicht im Detail genau wiedergeben, weil das ist halt auch eine Anleitung, für die man zahlt und wo auch extra steht, dass man die nicht quasi weitergeben darf. Aber da steht auf jeden Fall, dass ich jetzt diese Methode Long Tail Cast On benutzen muss. Das habe ich jetzt frei gegoogelt. Und habe ich so YouTube-Videos für Beginner, das dauert 17 Minuten. Also wow, und da muss ich jetzt 95 Stitches machen. Mit denen.
Und dann habe ich quasi erst, also mir ist schon klar, dass das quasi die Beginnerreihe ist. Und dann muss ich, dann geht's erst los. Also das wäre jetzt eh witzig. Also ja, ich fange auf jeden Fall mit dem Body an und wäre jetzt dort dieses nicht mehr. Das wird schrecklich, um Gottes Willen. Okay. Stitch.com and today we're going to talk about the long tail cast on. So, 2 Minuten später, ich habe jetzt gelernt, um herauszufinden, wie viel Dings ich brauche, wickel ich das quasi rum. Das sind jetzt 10 Mal rumwickeln. Ich brauche aber quasi 99, will heißen, das da mal 10. Gesagt, getan und da habe ich dann auch schon angefangen, den ganzen lieben langen Tag zu stricken. So, ich habe jetzt das erste Dingster-Bumster fertig genäht und es ist viel besser geworden, als ich dachte, weil ich habe am Anfang da so viele Fehler gemacht in dieser ersten Row da unten, aber es hat sich, sage ich jetzt mal, vertanzt. Also ich habe es dann auch irgendwie besser drauf gehabt und jetzt schaut es eigentlich ganz gut aus, wo ich auch noch ziemlich viel Scheiße gemacht habe hier am Anfang, aber ich hoffe halt auch, dass das jetzt nicht so ins Gewicht fällt. Auf der Seite ging es viel besser. Ja, und jetzt wäre ich, jetzt bin ich an dem Punkt in dem Pattern, wo ich jetzt Nadel tausche. Aber es ist schon inzwischen dunkel, also das könnt ihr euch mal ausrechnen, wie lange ich dafür gebraucht habe, um Himmels Willen. Und ich bin drauf gekommen übrigens, ich meine, das habt ihr wahrscheinlich schon im Video gesehen oder ein paar haben schon wütende Kommentare drunter geschrieben. Ich bin drauf gekommen, dass ich, ohne dass ich das bewusst entschieden habe, habe ich mir amerikanisches Stricken beigebracht, also die amerikanische Technik. Oder auch bekannt als die englische Technik. Und ich habe mir noch gedacht, so, das fühlt sich so anders an, wie alles, was ich irgendwie in Erinnerung hatte von der Grundschule. Jetzt weiß ich's. Ich habe einfach mir eine andere Technik beigebracht, aber irgendwie finde ich die viel organischer, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich weiß noch, wie ich gestruggelt habe, wie ich ein Kind war mit dieser anderen Technik und jetzt habe ich mir nochmal ein paar deutsche Strickvideos angeschaut, quasi diese, die europäische Strickart machen oder Continental Knitting und ich finde das super unlogisch. Also ich muss tatsächlich sagen, ich finde die englische, amerikanische irgendwie anfängerfreundlich. Aber ja, das ist vielleicht nur meine Meinung. Okay, weiter geht's. So, ich habe jetzt gute 2,5 Tage genittet. Also natürlich nicht die ganzen 2,5 Tage, aber jetzt immer mal wieder. Ich habe schon 2 Knäuel quasi verstrickt und so schaut das Ganze aus. Oh mein Gott! Ich sage es euch gleich, ich habe so viel Fehler gemacht, also der hat mich gar nicht darauf hinweisen. Ich weiß es. Bitte, danke. Ich bin ein Anfänger, okay? Aber so schaut das Ganze aus und ich habe jetzt auch schon ganz viel gelernt jetzt. Learning by doing die letzten 2,5 Tage. Also ich share das mal ganz kurz. So, ihr kriegt natürlich jetzt hier kein Tutorial, weil ich kann überhaupt nicht stricken und sowas. Ich sage euch jetzt nur, weil ich so stolz auf mich bin, was ich gelernt habe. Und wahrscheinlich stimmt das jetzt auch nicht. Also, weil ich Volltrottel habe natürlich auch eine englischsprachige Strickanleitung benutzt. Als erste Strickanleitung meines Lebens. Juhu. Aber ich glaube, dass ich jetzt gelernt habe. Es gibt natürlich 10.000 Milliarden verschiedene Stiche, okay? Und ihr müsst die alle nachschlagen, wenn ihr keine Ahnung von Stricken habt, so wie ich. Aber nur für alle Anfänger unter euch, die genauso verzweifelt waren wie ich. Es gibt quasi Knitting und Purling. Und Knitting quasi ist eigentlich immer, also es kommt natürlich auf den Stich drauf an, aber immer irgendwas von vorne nach hinten, ja? Also in dem Fall knitte ich jetzt so einen ganz speziellen Stich, das ist ja auch wurscht. Aber prinzipiell gehe ich von vorne nach hinten. Dann tue ich dieses Ding immer über links rüber wickeln und durch das gleiche Loch wieder zurück. Und dieses Ding runterschieben. Das kann natürlich abgewandelt sein, je nachdem was für einen Knit-Ding ihr macht. Aber Knitting ist immer
von vorne nach hinten. Ich gehe jetzt bei dem speziellen Stich durch dieses Loch durch, aber man kann natürlich auch durch dieses Loch durchgehen. Aber damit ihr das kriegt, könnt ihr diese Schlaufe da, die ihr seht, immer ein bisschen so verschieben. Der hintere Finger schiebt nach unten und der vordere Finger schiebt nach oben, also so. Und dann seht ihr da eindeutig ein Loch. Genau, da könntet ihr beim Nitten dadurch gehen, aber da muss ich nicht durch. Ich muss in dem Fall unter das untere Loch, weil der Stich einfach so ist. Aber mir hilft es da, das da zu verschieben, dass ich klar ein Loch sehe. Noch was für Knitting. Der Faden, den ich hier übrig habe, liegt immer hinten. Ich merke mir das so, ich gehe von vorne nach hinten und dahin, wo ich später hin will, muss dieser Faden liegen. Also ich gehe von vorne nach hinten und deshalb ist er hinten. Und Purling ist jetzt immer von hinten nach vorne und zwar immer die vordere Masche. Also wir reden eigentlich immer von der vorderen Masche in case, falls ihr das nicht wusstet. Es geht immer um die Masche, die ihr seht, es sei denn, es steht speziell da, dass es es nicht ist. Aber jetzt reden wir von der vorderen Masche, will heißen, alles was da wo irgendwie Purl dabei steht, ist immer, dass ich quasi von hinten nach vorne steche. Und mit hinten meine ich doch halt, dass ich diese Masche, die ich sehe, quasi von hinten tangiere und dann so nach vorne steche. Dann wickle ich das Ding wieder rum und ziehe das Ganze wieder durch die gleiche Masche, wo ich gekommen bin, durch und schiebe das da runter. Und das war jetzt ein Purlstich. Und beim Purling ist es jetzt übrigens so, weil vorher habe ich ja auch gesagt, ich will von vorne nach hinten, deshalb liegt der Faden hinten und diesmal möchte ich ja von hinten nach vorne. Deshalb liegt der Faden vorne und dann komme ich da von hinten nach vorne und da ist mein Faden. Yay! Und ich in dem Fall muss das immer abwechseln, also ich muss einen Nitstich machen und dann wieder einen Perlstich. Und wie schon gesagt, das Ganze kommt natürlich voll drauf an, was euer Knitting-Pattern sagt und so. Und das ist jetzt auch kein klassisches Knitten und Perlen gewesen, sonst halt so, wie dieser Stich da hier funktioniert. Nur, dass ihr das mal gehört habt, wenn ihr genauso verzweifelt seid wie ich und Anfänger. Knitting immer von vorne nach hinten, Purling von hinten nach vorne. Und es geht meistens um die Masche, die ihr seht. Und genau, also das hat mir bisher gut geholfen. Da gibt es sicher 10.000 Ausnahmen, aber für mich bisher hat es wirklich wahnsinnig viel gebracht. Und jetzt habe ich mal wieder meine ganzen Loops nachgezählt und es sind 100. Ich habe aber, glaube ich, mit 95 angefangen. Also aus irgendeinem Grund habe ich jetzt mehr. Aber ich will jetzt das einfach teilen durch 4 und hope for the best. Yay! Hey Partypieps, die Sonne ist noch nicht mal gescheit aufgegangen. Es schaut furchtbar aus in meinem Zimmer. Ich sehe gerade, wie dreckig der Spiegel ist, um Himmels Willen. Aber ich möchte euch unbedingt zeigen, was ich gestern Nacht noch fertig genäht habe. Oh my Lord. Oh mein Gott, man erkennt es, was es werden soll. Oh mein Gott, ja, ich habe gestern geschafft, diese Schulternähte zu machen. Tatsächlich, das ging relativ einfach, muss ich sagen. Ja, also dazu muss ich halt auch sagen, wenn du das dir genauer anschaust, also schaut es am besten nicht hin, es ist halt total fehlerhaft, ne? Also ich habe von oben bis unten Fehler gemacht, das war echt dramatisch, vor allem da unten, weil das waren halt meine ersten Strickversuche und gegen oben hin ist es dann besser geworden. Ja, und jetzt geht's mit den Ärmeln weiter, das wird jetzt eh noch witzig, ob ich das überhaupt hinkriege, aber so far so good. Es sind dann überhaupt nicht so viele Schlaufen gewesen, wie ich am Anfang machen wollte und die Reihen sind auch irgendwie very creative. Also ich habe mich da überhaupt nicht an den Pattern gehalten. Ja, und wie schon gesagt, manchmal sind so ganz komische Fehler drin, wie da unten. I don't know why. Und ja, ich weiß auch nicht. Aber ey, Entschuldigung, es ist my first piece, also it's fine. It's fine, würde ich mal sagen. So, Dalle, diesen Ärmel herauszufinden, wie ich das mache, war jetzt doch ein bisschen schwieriger als gedacht, weil ich da ja nicht rechts-links nähen kann, sondern quasi die ganze Zeit rechts und dementsprechend muss ich ja die einzelnen, also jeder zweite Reihe muss ich quasi die Stiche dann spiegeln. Aber bis ich das begriffen habe, hat es ein bisschen länger gedauert. Und das ist übrigens meine Markierung, dass ich einmal rumgekommen bin, ein Ohrring. Weil, ja.
Weil was anderes hatte ich nicht. Und neben dessen schaue ich nicht YouTube. Ich wusste gar nicht, dass das existiert. Neben Sewing YouTube gibt es natürlich auch nicht YouTube. Und wie man da oben sieht, sind die ganzen Teile offen. Wie ich das denn alles mache, weil ich null Ahnung habe. Und Kaffee gibt's auch. Also, yeah. Loves. Boah, die Sonne scheint mir ins Gesicht. Okay, schaut euch das an. Oh my God! Ich habe einen Ärmel gestrickt. Oh mein Gott, wie crazy! Und ich habe es wirklich urgecheckt. Also langsam macht das alles Ursinn. Ja, zum Teil muss ich gar nicht mehr nachschauen, sonst ich habe schon eine logische Idee, wie es sein könnte. Und dann schaue ich quasi nur noch, um das zu konfirmieren, dass ich richtig bin. Aber oh mein Gott! Es macht jetzt inzwischen voll viel Spaß, weil ich es jetzt inzwischen checke und ich komme jetzt annähernd, glaube ich, an der Geschwindigkeit dran, die okay ist, weil jemand auf diesem Pattern stand irgendwie 20 Stunden. Ich glaube, ich stricke daran schon 100 Stunden gefühlt, aber ich habe gestern den ganzen Tag, also natürlich nicht den ganzen Tag, aber heute schon sehr viel des gestrigen Tages habe ich an diesen Ärmel gestrickt. Was wohl gut ist, weil für den Body, also für die hauptgrundsätzliche Dings, habe ich ja Ewigkeiten gebraucht, let's face it. Mein Knie geht es jeden Tag besser. Es dauert unglaublich lang. Ich bin super frustriert und tue alle meine Energie in dieses Ding reinhauen. Also jedes Mal, wenn ich das dann tragen werde, werde ich an mein Knie denken wahrscheinlich. Also ich bin dann irgendwie so konditioniert. Auf jeden Fall werde ich heute den zweiten Ärmel machen, weil da fehlt noch was. Den zweiten Ärmel. Und dann kommt das Schlimmste, und zwar diese Kapuze. Genau. Und da habe ich ein bisschen das Gefühl, dass das nicht so logisch ist. Also ich glaube, dafür werde ich nochmal ein Zeit brauchen. Ansonsten bin ich top motiviert und genieße jetzt die Sonne noch ein bisschen. Und tatsächlich ist es da unten am Anfang die schlimmste Stelle geblieben. Also so krasse Fehler habe ich dann nie wieder gemacht. Und weil dieser Querstrang da ganz, ganz schlimm ist, weil dann sieht man wirklich, heute dachte ich, ich würde jetzt einfach mein Etikett dran nähen. Ich meine, beim Original von Ariana war es oben bei der Hood und ich habe es einfach da unten dran genäht. Ich fand das eigentlich ganz cool und es ist nicht mehr so auffällig. Also ich finde, das habe ich ganz gut gelöst. Und so schaut das Ganze jetzt angezogen aus. I love it! Und Leute, das ist my first knit piece ever. Ich habe noch nie gestrickt. Schaut es euch an. Es hat funktioniert und ich schwöre euch, ich war so oft lost in space. Vor allem dieses Maschen aufnehmen für die Ärmel. Ich hatte null Peil, wo ich da reinstechen kann und wo nicht. Und ich habe einfach gedacht, da ist ein Loch. Let's put the needle inside. Es war wirklich, es war ein Struggle. Aber hey, es geht irgendwie, es hält zusammen. Wow, ich hätte niemals gedacht, dass ich es hinkriege. Aber bis auf 10.000 Fehler, die wahrscheinlich auch jeder sieht, der sich mit Stricken auskennt. Aber hey, ist wurscht. Also, was soll ich euch sagen? Traut's euch. Oh mein Gott, und ich habe Blut geleckt, Leute. Ich habe Blut geleckt. Also, ihr könnt euch schon mal darauf einstellen, dass demnächst eigene Knit-Tutorials kommen. Stellt euch moralisch drauf ein, meine Lieben. Ich muss zwar noch ein bisschen Research machen und wahrscheinlich auf Continental Knitting-Style umlernen, aber it's coming.